Das ist Wukongle! Yeah, buddy! Was geht ab, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen hier bei Povrot TV. I will be the best, heißt es heute mit Jade-Drachen Wukong in der Top-Lane. Ich weiß noch nicht, ob gegen Fiora oder gegen Lee. Unser Team ist auf jeden Fall ultra geil. Wir haben eine Botlane aus Xin-Zhao und Thresh. Thresh auch auf AD. Wir haben also ein reines AD-Team. Wir haben eine Dragonblade Riven. Und ich freue mich schon, diesen Skin in Aktion zu sehen. Gelenkig scheint die kleine Pusti schon mal zu sein. So, und ja. 4 Männer, eine Frau. Das heißt Gangbang. Okay. Zurück zum Spiel. Also, Katushka, Tristana, Nocturne, Fiora, Lee Sin. Die Gegner haben alles auf HD außer Katus. Und Katus macht schon mal einiges an AP-Schaden. Und man muss vor allen Dingen vorsichtig sein, weil sein AP-Schaden ja mit AOE, mit Global Range quasi ist, seine Ulti. Gefährliche Ulti, schöner Finisher. Und ich spiele, wie gesagt, Wukong in der Toppi. Und Wukong ist ein richtig toller Champion. Wukong ist zurzeit auch ein angesagter Jungler. Aber in der Toplane, ich finde, er hat schöne Duellqualitäten. Denn seine Ulti ist was Besonderes. Es gibt diese Ultis, die, also wenn ihr jetzt weniger Leben habt als der Gegner, könnt ihr trotzdem eure Ulti zünden. Und im Endeffekt macht ihr dann insgesamt mehr Schaden. Also solche Ultis, die halt so Fights umdrehen können. Warwick's Ulti zum Beispiel ist auch so eine. Beide gleich stark. Warwick setzt seine Ulti ein, schwächt den Gegner, lädt sich selbst wieder auf. Und ja, auf einmal gewinnt er den Fight. Also auch Wukongs Ulti ist so eine schöne Überraschungsgeschichte. Und ich habe mir mal... Moment... Und ich habe mir mal einiges angeguckt, wie man Wukong skillen kann, was am meisten Sinn macht, ob E oder Q. Und tatsächlich habe ich am häufigsten gelesen Q. Macht jetzt nicht so viel mega hyper Schaden, aber diese 30% Attack Speed. Oh, disconnected ist ziemlich stark. Aber auch hier, ne? Enemies Armor. Ach, ich nehme jetzt einfach mal Q. Ich habe es früher nie gemacht. Also Wukongs Level 2 ist ziemlich stark. Mit Nimbus Strike und Crushing Blow. Okay, reconnected. Riven sagt Dafug. Warum? Oh, schöner Skin. Schöner Skin. Wie ihr Dragonblade leuchtet. So, kommt der Junge. Ja, eingekauft hat er. Also wunderbar. Ab geht's. Wir sind schön skinlastig hier. Community halt. Yeah, buddy. Und hier, was haben wir denn hier? 62 AD, 64 AD, also relativ wenig AD sogar. Aber wer weiß, was die noch haben. Mit irgendwelcher Armor Penetration. Ach, die Gegner haben Lee Supporter und ich spiele gegen Fiora. Finde ich ganz geil. Fiora finde ich ganz gut. Hat nämlich auch ein starkes Early. Hat einiges an Schaden. Und das hier geht, glaube ich, als nächster Auto-Attack, ne? Next Attack, ja. Gilt als Auto-Attack, also theoretisch könnte Fiora den blocken. Gefährlich. Gefährlich. Nocturne im Jungle. Ja, die Gegner haben ein schönes Team. Und wir haben aber auch ein schönes Team. Und wir haben Community. Und das ist Upi. Geiler Champion. Wie hat sie denn gestartet? Deutlich aggressiver als ich. Oh, aber ich habe schon einiges mehr Minions. Schlechter Plan. Schlechter Plan! Da klatscht er erstmal in die Hände. Banana, Baby. Bananas. Und ja, einmal will ich zumindest hier mein W haben. Das W ist so ein schöner Safety-Spell. Leider wird Wukong dadurch nicht schneller.
Also ich finde so irgendwie 10% Bonus Movement Speed sollte auf jeden Fall da sein. Aber zumindest wenn man merkt, dass der Gegner so ein bisschen nach vorne kommt oder eine zu besiegen droht, dann kann man das wunderbar einsetzen und dann auch, ja, und dann halt einfach entweder sich zurückziehen oder um den Gegner rumtanzen, warten, dass die Abilities wieder refreshen und dann halt loslegen. Und, oh, ich dachte auch, er hat mit seinem Q vielleicht getroffen. Adapt to all situations. So, ein Wort habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Schön Sicherheit. Show me the path. Und los geht's, Baby. Oh! Und so geht's schon mal los hier. Was ist jetzt mit der Fiora los? Fehlt hier auf jeden Fall noch. Oh, und jetzt ist sie da. Oh mein Gott, so ein Burst-Damage. Also das sieht mir hier ziemlich dominant gewonnen aus. Also wie gesagt, jetzt für die Leute, die auch mich darum gebeten haben, mal Wukong zu spielen und mal ein bisschen zu erklären, wieso ich was mit ihm nehme. Also Q oder W kann man sich entscheiden. Öfters aber habe ich W gefunden. Also wegen diesem Attack-Speed und diese 30% Armor-Penetration, die auf dem Q sind, die sind sowieso drauf. Also unabhängig davon... Oh mein Gott, und wenn die mich jetzt hier schon so hart feeden, dann wird das übereklig. Ich habe jetzt meinen Brutalizer, das heißt, richtig schön Armor Penetration, Cooldown Reduction, Attack Damage. Ein extrem tolles Early Item. Jetzt noch Schuhe, komm. Komm zu Papa Schuhe. Zack, jetzt nochmal Schuhe. Ich habe den Red Buff und ich bin gleich Level 6, wohingegen Fiora noch Level 2 ist. Zwei? Was war denn das dann gerade für ein Fight? Also diese Fiora macht hier den ein oder anderen Fehler, den man sich nicht erlauben sollte. Und die Botlane verliert dafür aber krass. Oh, Bot, please care. So, auf jeden Fall muss die Botlane ein bisschen aufpassen, denn 3 zu 5, das nützt auch nichts, wenn nur ich gefeedet bin später. Da reflektiert sich relativ wenig. Never settle for second. Okay, come on. Come on, Wukong ist Level. Papa ist Level 6. You got it. Böse. Shut down. Komm, einen Q will ich noch treffen, dann gehe ich rein. An enemy question smile. Ganz richtig. Rampage, Baby. Also 4-0 Wukong, 7-5 jetzt. Direkt umgedreht hier die ganze Situation. Weil auch die Riven anscheinend einen klasse Job macht. Oh, Level 7 gegen Level... Genauso, wollte ich doch sagen. Das hat die Riven doch im Griff. Wieso wurde ich jetzt gerade unsichtbar? Wieso habe ich das eingesetzt? Weil das auch ein bisschen Damage macht. Und jetzt heißt es hier erstmal so schnell wie möglich pushen. Guten Job hier machen. Zack, 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 zack und zack. Und der Tower ist weg. Zack, zack und komm. Hallo Fiora! Und das ist jetzt ganz geil, dass dieser Tower nur noch 107 Leben hat, denn ich kann gleich ankommen und Fiora wird denken, oh, ich bin in Sicherheit von meinem Tower
Ist sie aber sozusagen gar nicht. Denn ich werde einfach auf den Tower 2 Auto-Attacks machen und dann bin ich... Und dann ist sie einfach ohne Schutz und ich kann direkt mit ihr kämpfen. Wie sieht's sonst aus? 59 Farm Riven, schön. Also ist die auch schon richtig schön weit vorne. Und das wird zusammen richtig böse. Wukongs Ulti, super toller Engage. Wo kommt die Darkness? What? Nirgendwo? Muss ich jetzt aber mal schreiben. Oh, auf welches Item ich gerade richtig Lust kriege, ist Hydras. Ja, Fiora hat Angst. Sie ist auch erst Level 5. Warum auch immer. So, der kriegt Blue. Der kriegt auf jeden Fall Blue. Kann ich das vielleicht so ein bisschen vereiteln? Kann ich Kartuschka vielleicht so ein bisschen ärgern? Oh, wahrscheinlich mit der Ulti. Ja, wollen sie mich zu zweit hier fischen? Hallo? 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 Zu stark, zu stark! Huhuhu! Das ist Wukongle! Yeah, buddy! Oh mein Gott, diese Ulti. Also sogar mit Zweien kann ich es jetzt hier wirklich mit Leichtigkeit aufnehmen. Ich bin Uhm. Ich bin Uhm, deshalb muss ich weg. Aber 9:8, 5:0 Affenkönig. Und, ah, das habe ich nicht ready. Das ist noch nicht ready. Doch, ist es. Herrlich. Jetzt den Black Cleaver ready. Und ehrlich gesagt brauche ich hier, ja, diese Life-Rack-Tränke, also die Health-Potions brauche ich gar nicht. Es würde eigentlich reichen, wenn ich mir jetzt einfach Mana-Tränke holen würde. Ja, aber 5:0. Sind wir sorry? Ich bin kein LOL-Bro. Was willst du uns sagen, Junge? 5 Leute aus der Community. Wir zocken ja jetzt immer zusammen, wenn es irgendwie um Normals geht. Who questions my ability? Bring me a real challenge. Oh yeah. Hier wird einfach gepushert. Ah, schade. Das war gut gedacht von ihr. Aber man kriegt halt diese Walljumps nicht immer hin. So, und jetzt... Oh, schön, 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 schön. Die Frage ist, wie viel wissen sie? Ah, Nocturne ist doch nicht da. Schade. Oh. Ah. Okay, was macht Lee? Geht hinten rum. Will vielleicht die Fiora irgendwo erwischen. Und das tut er auch. Oh, ist sie wenigstens vernünftig gedodged? Oh, jetzt kommt's zum Fight. Ich komm hier irgendwo lang. What? Das wird trotzdem geregelt. Oh, good job, Team. Hammer. Was diese Riven hier gerade abgeliefert hat. Schön. Triple Kill ist geil, oh. Triple Kill ist immer gut. Bring me a real, ja, dann mach ich jetzt hier einfach stumpf weiter. Und ich kaufe mir jetzt tatsächlich gleich einfach Ravenous Hydra, weil ich Bock habe, hier noch schneller zu pushen. Und außerdem mit der aktiven schönes Assassin-Item zu haben. Who questions my ability?
Oh no! Ich bin echt so Umi! Oh yeah! Oh! Und sie regelt einfach weiter! Die juckt einfach gar nichts. I can't do a shit. So sieht's aus, Junge. Gut bemerkt. Eine gute Auffassungsgabe hat er schon mal. Worst Nock I ever see. Ich fand die Ulti von Nock geil, als die irgendwie gar nichts gebracht hat. Schön. Jetzt habe ich Blume. Oh! Und er hat tatsächlich Riven weggezogen. Good job. So, wie sieht's aus? Ah, ein bisschen was fehlt mir noch. Machen wir es mal so und Attacks mit Schuhe. Und ich hole mir jetzt einfach mal zwei Mana Potions. Falls ich die wieder in so einer Situation brauche, dann lohnt es sich, solange ich noch Slots hier frei habe, die zumindest dabei zu haben. Oh mein Gott. Da kommt ja eine prachtvolle Minion Wave. All lanes lost except bot. Ist das so? Oh, 6-3. 6-3, Lee. 7-2 und 6-0. Wukong. Wukong stirbt hier nicht mehr. Glaube ich zumindest. Oh, Raven ist halt aber hier so geil. Immer stumpf weiter, immer stumpf weiter! Lauf doch ins Bereich rein! Oh, jetzt komm ich! Jetzt komm ich! Puh! Puh! Für sowas benutze ich doch nicht meine Ulti! Oh! Die zwei Biester sind auf dem Weg! Wuhu! Wo bist du, Lee? Ich will ihn noch abdocken! Komm schon! Ah! Nicht mehr gereicht! Greediness! Greediness! Aber wenn man so schön weit vorne ist... Oh, kann man sich das durchaus erlauben? Ist das der erste Kill für Fiora? Sie setzt die Ulti nicht mehr ein! Ist Riven weg? Der Flash kam ein bisschen spät. Aber die Ulti, sie reicht. Geil gespielt. Riven jetzt mit 8-3, ich mit 8-1. Beide über 100 Farm. Und jetzt chippt auch noch Lee. Jetzt wird hier gethrowt. Wird das? Das? Nein. Wir werden nicht throwen, natürlich nicht. Aber... trotzdem muss man noch ein bisschen vorsichtig sein. So, und jetzt hier mit Tiamat kann ich natürlich noch schneller pushen. Hab diese tolle Aktive und kann dann natürlich auch im Teamfight noch mehr Schaden raushauen. Oh, oh, wollt ihr uns hier ärgern? So, aus der Ecke hier. Muss ich gleich unsichtbar kommen. So. Den Tower der Community pushen. Ich glaube, ich spinne! Oh no! Komm schon, komm schon, komm schon! Reicht's? Nicht! Oh, Sriven! Gierig! Gierig! Und dieser geile Feuerball! Einen 11-1 Wule Kongle. Willst du mich verkaspern? Hallo Nocturne. Willst du eine Ulti gegen mich einsetzen? Oh, ich bin so schwach. Ich bin so schwach. Hilfe. Puts! Kaboom! Hahaha.
sag's, Nocturne, du spielst nicht optimal. Oh mein Gott. Okay, ich verkaufe jetzt einfach alles, denn ich will schnell Homeguard Boots haben. Und jetzt kaufe ich mir doch wieder Mana-Tränke. Man kann es jetzt einfach machen. 12-1 Wukong. Aber die Riven, toll. Und vor allen Dingen, was mir gefällt, ist dieser Skin Wizard. Ich finde diesen Feuerball von der Ulti, der ist echt das Geilste. Da passt es einfach richtig geil zu Dragonblade Riven. Oh, ich bin so langsam unterwegs, aber wirklich langsam. Oh! Halt noch ein bisschen durch, Baby! Is watching. I got this. Dieser freche Charakter von Wu ist einfach auch voll cool. Put me Oh, so geht's natürlich wunderbar schnell. Und das Geile ist, ich heile mich natürlich auch noch hoch. Und mit Blue, ja, brauche ich zumindest meine Health, meine Mana-Potions nicht. Und was baue ich jetzt? Was baue ich jetzt? Trinity Force, ich mache es einfach. Also ich gehe jetzt hier schon, wie ihr seht, ziemlich aggressiv. Generell würde ich euch aber empfehlen, nach so zwei aggressiven Items, wie ich sie habe, dann vielleicht doch ein bisschen tankier zu gehen. Also mehr so in Richtung Randuins oder Sunfire. Aber wir sind natürlich jetzt so weit vorne und es läuft hier echt klasse. Und wir haben jetzt hier mit Riven und mit Wukong zwei richtig starke Champions mit AOE-Präsenz auf. Ja, und ich kann jetzt hier auch ziemlich entspannt Split pushen, denke ich. Denn keiner wird mich jetzt hier im 1v1 besiegen können. So, wunderbar, das läuft. Der Nimbus Strike ist hier natürlich auch richtig schön stark, auch stark zum Pushen. Guckt euch das an. Kann man richtig schön schnell so einen Tower wegschnetzeln. Und der Nocturne, der scheint sich nur zu beschweren. Ich würde aber auch nicht sagen, dass der einen guten Job macht oder dass man merkt, dass er hier irgendwie so ein bisschen aus der Reihe tanzt. Also positiv aus der Reihe tanzt. Boom! Double kill! Unsichtbar war ich, Baby! So fat! That's right, Baby! Waffenkönig ist in the house! Und damit meine ich Wukong, nicht meine Persönlichkeit. Und jetzt gehe ich doch mal ganz kurz back. Denn ich will hier nicht nochmal sterben. Ein Death ist mehr als genug jetzt hier für mich. Und Trinity Force kann ich mir nicht leisten. Wahnsinn. Also so. Und so reicht's auch nicht. Really? Huh, und diese Ulti. 90 Sekunden, das ist schon gerechtfertigt. Aber der Schaden. Jetzt kommt das, was ich meinte. Der Schaden ist ja 4 Sekunden lang. Also jede Sekunde kommt Schaden. Und jede Sekunde kommt in dem Fall jetzt schon 420 Damage. Mal 4, das wären 1600 Schaden, der als AOE kommen kann. Plus dieser gewaltige Knock-up. Das ist echt krass. Das ist echt krass. Fast schon ein bisschen zu viel, aber
Hallo. My journey's only beginning. Bring me a real challenge. Dreh dich! Dreh dich, Wukong! Dreh dich, mein kleines Baby! Mein kleines Affenbaby, komm! Komm, 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 komm! Und hier der Nocturn! Ey, der kann mir doch nicht erzählen, der macht Scheiße, macht der! Oh, really? Wie viele Double Kills habe ich hier schon geholt in diesem Game? Die Gegner müssen es doch langsam einsehen, müssen, denke ich, jetzt langsam hier surrendern. Wollen sie aber noch nicht. Wenn ich das hier richtig sehe. Double Kill. Wie viele Double Kills hat dieses Spiel hier für mich parat? Oh, das ist vorbei. 20 Kills, wenn ich es richtig gesehen habe. Dafür gibt es ein. Das ist Wukong, der Affenkönig. Hammergeil. Hammergeiler Champion. Richtig tolle Ulti. In der Toplane, wie auch im Jungle, wo er ja auch gerne gespielt wird. Das war's von mir. Ich bin euer Powerout. Bis zum nächsten Mal, Leute. Danke fürs Zuschauen.